Sie haben in den ersten beiden Vorträgen Fakten zur Vorkriegssituation in Tirol und Triest sowie zu den Ereignissen an der Südwestfront gehört. Und wir werden uns heute medial mit medial vermittelten Bildern beschäftigen. Bilder im wörtlichen Sinn und im Besonderen mit dem Medium der Ansichtskarte, das ja, wie gehört, im Zentrum meiner Dissertation steht. Nach einigen einführenden Worten zu Medien und Medienkontrolle im Ersten Weltkrieg wird der Fokus dieses Vortrags auf dem Komplex der Feind- und Selbstbilder sowie dann auf der Darstellung des Krieges im Gebirge liegen. Wie aus der Formulierung des Titels ersichtlich ist, stützt sich der Vortrag vor allem auf die im Bereich der Mittelmächte verbreiteten Bilder. Wir leben in einer viel zitierten Mediengesellschaft. Das heißt, unser Wissen über die Welt speist sich zum Großteil aus jenem, was wir den verschiedensten Medien entnehmen können. Ungeachtet also tatsächlicher Ereignisse und Fakten, kann durch deren mediale Vermittlung und Deutung eine zweite, höchst unterschiedliche Realität geschaffen werden. Patriotische Erziehung und Zensur war und ist nicht auf Kriegszeiten limitiert, erlangt aber dort eine besondere Bedeutung. Dass die Führung eines Krieges, der sich in der ersten Dekade des 20. Jahrhunderts abzeichnete, besondere Medienkontrolle erfordern würde, war den europäischen Staaten bereits vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs bewusst, weshalb schon im Vorfeld Pläne entworfen und Institutionen geschaffen wurden. Hier ist zunächst die Zensur zu nennen, die den Rahmen vorgab, was medial zulässig war. Für Kriegszeiten oblag diese Steuerung der Zensur in der österreichischen Reichshälfte dem 1904 bis 1906 geplanten und 1914 geschaffenen K&K Kriegsüberwachungsamt. Das war also die Leitstelle, die konkrete Ausführung oblag dann der lokalen Polizei, den Staatsanwaltschaften und der Militärzensur. Das heißt für die Presse, dass sie Vordruck Probeexemplare vorlegen musste, aus denen Unzulässiges gestrichen wurde, was zu den berüchtigten weißen Flecken führte, die Sie hier sehen können, am Beispiel der Innsbrucker Nachrichten. Zwar wurden also mit dem Kriegsüberwachungsamt eine Institution geschaffen. Was aber die konkreten Zensurvorgaben betrifft, bildeten sich diese erst während des Krieges kontinuierlich aus. Zentral ist dabei zunächst das nachvollziehbare Bestreben, jegliche Informationen zu unterbinden, aus denen der Feind militärische Informationen gewinnen könnte. Das heißt, genaue topografische Angaben, Informationen, wie viele Truppen sich wo befinden würden, wohin welche abgehen würden und was vielleicht die nächsten militärischen Pläne sind. Für den engeren Kriegsraum Tirol heißt es, dass ab dem Kriegsausbruch 1915 Fotografien aus dem Kriegsgebiet nur dann gebracht werden dürfen, wenn nicht daraus hervorging, wo sich das genau befindet. Auch Landkarten der Region und sogar Stadtansichten wurden kurzfristig verboten, vordergründig aus der Angst vor italienischen Fliegerangriffen. Diese Zensurvorgaben führten dazu, dass die Presse vielfach sehr vage formulieren musste. Wenn sie in zeitgenössische Zeitungen über die Kriegsberichterstattung
lesen, dann werden sie sehr oft zur Waage von großen Verlusten oder vom südwestlichen Kriegsschauplatz vielleicht hören, ohne nähere Angaben, genau aus diesen Gründen. Die Zensur weitete sich dann aber in der Folge aus auf die Kritik an militärischen Entscheidungen, negative Berichterstattungen über Krieg oder Kriegsverlauf und dann auch über Proteste über die Zustände im Hinterland vielleicht. Genau aus jenen Gründen, die wir letzte Woche bereits diskutiert haben, dass nämlich der Wille zum Sieg gewissermaßen entscheidend ist, und zwar in der Hinsicht, dass der moderne Massenkrieg auch von der Versorgung abhängt. Das heißt, wenn im Hinterland Unruhe herrscht, wenn nicht mehr die Nahrungsmittel und die Munition produziert wird, dann findet der Krieg ein rasches Ende. Insofern war die Moral sowohl bei den Soldaten an der Front als auch im Hinterland ein zentraler Aspekt. Zusätzlich zur Unterbindung des Unerwünschten ist dann der nächste Schritt die gezielte Verbreitung jener Informationen, jener Bilder, die der Staat für die Kriegsführung förderlich erachtet. Auch hierfür war bereits im Vorfeld des Ersten Weltkriegs, nämlich 1909, eine zentrale Institution geschaffen worden, das sogenannte K&K-Kriegspressequartier, ebenfalls dann im Zuge der Mobilisierung 1914 gegründet. Die Aufgaben waren einerseits die Presseberichterstattung, also die Betreuung der Presseberichterstatter, in dem Sinne, was wir um die Jahrhundertwende als Embedded Journalists kennengelernt haben, und andererseits ein Stamm an Personal, an Schriftstellern, an Künstlern, die also Texte schufen und Bilder produzierten, die an die Presse weitergegeben werden konnte. Zusätzlich war das Kriegspressequartier mit der Organisation von Kunstausstellungen im In- und im Ausland aktiv. Insbesondere zu Kriegsbeginn hatten die Militärs ein eher ambivalentes Verhältnis zur Presse. Es wurde eher versucht, die Pressevertreter von der unmittelbaren Front fernzuhalten, als sie gezielt einzusetzen. Erst mit etwas Verzögerung wurde dann die Bedeutung erkannt, dass es Bildmaterial benötigt, um in der Presse das Bild dieses Krieges in der breiteren Öffentlichkeit zu beeinflussen und zu prägen, auch gegenüber dem deutschen Verbündeten. In der Folge wurden dann zunächst zum Beispiel Amateurknipser unter den Soldaten dazu aufgerufen, Fotografien einzusenden, und zugleich wurde das Personal an Fotografen und an Kamerateams ausgebaut. Diese Bedeutung, die dem Bereich der Propaganda zugewiesen wurde, lässt sich auch am kontinuierlichen Anwachsen dieser Institution des Kriegspressequartiers ablesen. Es begann 1914 mit nur 10 Mitarbeitern, umfasste 1917 etwa 300, und diese Zahl stieg bis Kriegsende noch einmal auf 880 Mitglieder an. Neben dem Kriegspressequartier waren aber auch diverse andere Stellen in diesem Bereich aktiv, unter anderem das Kriegsarchiv, das Pressebüro des Kriegsministeriums oder die Kriegsfürsorgestellen. Ungeachtet also dieser staatlichen Bemühungen darf man sich die Mediensteuerung, die Propaganda im Ersten Weltkrieg keineswegs als straff organisierte staatliche Maschinerie vorstellen. Medieneinsatz und gesellschaftliche Mobilisierung fand zu einem Großteil außerhalb des direkten Staatsapparats statt. Ich möchte das kurz ein Beispiel herausgreifen, nämlich die Ansichtskarte, die also das Bildmaterial für diesen Vortrag liefert. Die
Ansichtskarte ist aus meiner Sicht ein sehr, sehr spannendes Medium, das uns heute wohl hauptsächlich aus dem Urlaubsgebrauch bekannt ist. Vor 100 Jahren war sie jedoch eines der bedeutendsten Kommunikations- und auch Bildmedien. Der tägliche Gebrauch ging in die Hunderttausenden und die Zahl der verschiedenen Kriegsmotive, die allein im deutschsprachigen Raum zwischen 1914 und 1918 produziert wurden, geht in die Zehntausenden. Ansichtskarten bilden also eine nicht zu überblickende Bildfülle. Die folgenden Ausführungen stützen sich vor allem auf die etwa 1500 Stück umfassende Sammlung des Stadtarchivs Innsbrucks. Was staatliche Eingriffe betrifft, unterlag die Ansichtskarte selbstverständlich auch den Regeln der Zensur, war aber schwieriger zu kontrollieren als die Presse. Und zum Zweiten gab es eine staatliche Produktion innerhalb der Kriegsfürsorgestellen. Trotz der weiten Verbreitung und des weiten Gebrauchs war aber das Ausmaß der staatlichen Instrumentalisierung überraschend gering. Die Produktion dieser Ansichtskarten liegt zu weiten Teilen bei kommerziellen Verlagen und sie liegt bei verschiedensten Vereinen. Das heißt, das primäre Ziel der Produzenten ist, etwas herzustellen, das sich an die Konsumenten richtet, etwas verkaufen zu können, womit die Postkarte eher Ausdruck einer allgemeinen Kriegskultur ist und weniger gezielte Propaganda. Wir kommen damit zum zweiten Punkt, dem Selbstbild Österreich-Ungarns und dem Feindbild Italiens. Diese Ansichtskarte, die Sie hinter mir sehen, wohl aus den frühen Augusttagen 1914, präsentiert die Wunschvorstellung der Mittelmächte, nämlich Italien in der Mitte mit dem typischen Hut der Jägerabteilung der Bersaglieri als vollwertiger Streiter im Dreibund mit Österreich, Ungarn und Deutschland. Beachten Sie insbesondere diesen stattlichen italienischen Soldaten, denn Sie werden heute nicht mehr viele dieser Art zu sehen bekommen. Denn wie Sie wissen, erfüllte sich die Hoffnung auf den Kriegseintritt Italiens im Dreibund nicht. Der Dreibund war als Defensivbündnis geschlossen worden. Und da Italien in die Kriegsvorbereitungen Österreich-Ungarns und Deutschlands nicht mit einbezogen worden war, da Österreich-Ungarn Serbien den Krieg erklärte und nicht umgekehrt, berief sich Italien darauf, dass die Bündnispflicht nicht schlagend wurde und blieb neutral, um abzuwarten. In der Folge erscheint Italien, sofern es überhaupt in Abbildungen mit einbezogen wurde, als Beobachter der Vorgänge. Sie sehen hier wieder eine Ansichtskarte aus den frühen Augusttagen 1914, in denen der österreich-ungarische Soldat den serbischen Lausbuben verprügelt, dem Dolch und Bombe als Symbol des Attentats aus der Hand fallen. Währenddessen lässt der deutsche Bundesbruder den russischen Bären tanzen und es geht auch dem gallischen Hahn an den Kragen. Das frühe Datum sehen Sie auch daran, dass auch England in dieser Darstellung hinter der Mauer nur Zuseher ist. Und Sie sehen, dass der Italiener schon etwas weniger vorteilhaft mit einer Hakennase dargestellt wurde. Diese italienische Neutralität hatte, wie wir bereits letzte Woche gehört haben, zur Folge, dass Österreich-Ungarn also die südliche Grenze weiter im Auge behalten musste und auch die politischen Entwicklungen in Italien kritisch beobachtete. Dabei sollte 1914-15 das weit verbreitete Misstrauen gegenüber dem südlichen Nachbarn gezielt beschwichtigt werden. Also zum Beispiel Ängste vor einem Kriegseintritt Italiens wurden ebenso zensuriert wie Kritik am
Bundesgenossen, von dem man sich eben noch erhoffte, zumindest, dass er zumindest neutral bleiben würde oder vielleicht doch noch in den Krieg auf Seiten der Mittelmächte eintreten würde. So wurde etwa die Nordtiroler Zeitung, der Untertitel Organ für wirtschaftliche und völkische Interessen Deutsch-Tirols, weist darauf hin, in welches Spektrum sie einzuordnen ist, titelte am 22. Oktober 1914 nochmals die italienische Neutralität. Der Rest blieb weiß, sodass der italienfeindliche Inhalt der Fantasie der Leser überlassen blieb. Mit den gescheiterten Verhandlungen um die italienische Neutralität und den Kriegseintritt Italiens auf Seiten der Entente kehrten sich dann die Bemühungen um ein gutes Verhältnis zum Nachbarn ins Gegenteil um. Und damit wandelt sich auch das veröffentlichte Bild drastisch. Der vormalige Verbündete wird wieder zum Erbfeind. Traditionelle anti-italienische Vorurteile und Feindbilder konnten nun sowohl von offizieller Seite wie auch in der Presse oder auf Ansichtskarten reaktiviert und verstärkt werden. Die Zeichnung einseitig positiver Selbstbilder, denen entsprechende Feindbilder gegenübergestellt wurden, war während des Krieges ein zentraler Bestandteil der mentalen Aufrüstung. Die als unüberwindlich dargestellte Trennung in Gut und Böse erschwerte Kompromisse und vergiftete die Stimmung zwischen den Nationen. In der simpelsten Form lehnen sich diese Feindbilder ohne weitere aktuelle oder historische Bezüge an christlich-kunsthistorische Vorbilder an. Die eigene Seite wackere Männer unter Gottes Schutz, die Gegner Monster. Sie sehen auf dieser Karte rechts England, Frankreich, Russland, an deren Kopfbedeckungen jeweils zu erkennen, und links die Balkanstaaten und Italien als Schlange mit dem Bersaglieri-Hut. Widersprüche, etwa dass der christliche Gottvater hier sowohl Deutschland und Österreich-Ungarn als auch das Osmanische Reich schützt, das ja der Entente 1914 den Dschihad erklärt hatte, solche Widersprüche werden da getrost übergangen. Der Kartentitel ist im Übrigen eine Abwandlung des deutschen Kampfrufes Gott strafe England aus Ernst Lissauers Hassgesang gegen England aus dem Jahr 1914. Auch wenn die Zeitgenossen diese Gegnerschaft, die Erbfeindschaft betonten, so zeigt der vergleichende Blick von heute, dass alle kriegführenden Nationen letztendlich mit sehr ähnlichen Mitteln arbeiteten. Stattliche Männer, Himmelsgestalten, strahlende Wappentiere stehen für die eigenen Seite und zerlumpte Wichte und Monster für den Gegner. So wird also gerade in dieser Konstruktion von Selbstbildern und von Feindbildern eine gemeinsame europäische Kriegskultur und Bildsprache sichtbar. Also hier auf dieser italienischen Kriegspostkarte sehen Sie einen Vers aus Dantes Göttlicher Komödie, illustriert mit den vier Engeln der Befreiung Italien, England, Frankreich, die gegen die nunmehr vierköpfige Schlange der Mittelmächte vorgehen. Viel häufiger speiste sich die Komposition der Feindbilder jedoch aus aktuellen und historischen Ereignissen. Für das Selbstbild Österreich-Ungarns und das entsprechende Feindbild Italien sind die folgenden drei Hauptthemen charakteristisch, die in Wort und Bild immer wieder auftreten und die wir im Folgenden detailliert uns noch ansehen werden. Diese Elemente kommen auch ganz deutlich in der Proklamation Kaiser Franz Josefs an meine Völker vom 23. Mai 1915 sehr deutlich zum Ausdruck.
Das ist zum einen die moralische Verurteilung des italienischen Handelns, der sogenannte Treubruch des heimtückischen Feindes im Süden an seinen beiden Verbündeten. Also der Treubruch im Gegensatz zur treuesten Waffenbrüderschaft des erlauchten deutschen Verbündeten. Der zweite Punkt ist die Betonung der Verteidigungssituation und die Zuversicht auf den positiven Kriegsausgang. Das kommt im hier zitierten zweiten Absatz mit der doch etwas seltsam anmutenden Kombination des siegreich Standhaltens zum Ausdruck und dann ganz deutlich am Ende des dritten Absatzes. Und schließlich der dritte Punkt ist die Einbindung dieser aktuellen Ereignisse von 1915 in einen größeren historischen Rahmen. Franz Josef nennt hier die großen Erinnerungen, die den Stolz seiner Jugend bilden. Wie Sie bereits in den letzten Wochen gehört haben, war das Verhältnis zwischen Österreich-Ungarn und Italien auch während der 33 Jahre des Dreibunds nicht ungetrübt. Bereits vor 1914 fand eine permanente Aufrüstung der Südgrenze statt in Form von Sperrforts oder vor allem Investitionen in die Flotte. Und eine bedeutende Gruppe der Italienhasser rund um etwa den Generalstabschef Franz Konrad von Hötzendorf träumte permanent vom Kriegseintritt oder Kriegserklärung an Italien. Im Grunde also von einem Bündnisbruch der Monarchie gegenüber Italien. Nun war also das Bündnis der italienischen Machtpolitik zum Opfer gefallen und die Deutung innerhalb der Monarchie und darüber hinaus, also im Deutschen Reich, war höchst emotional, höchst moralisch. Es wird nicht von Verhandlungsgeschick, das wäre die positive Sichtweise, gesprochen, sondern von Verrat, von Tücke. Das ist das beherrschende Thema 1915. Seinen visuellen Niederschlag fand dies in einer ganzen Legion von Darstellungen wie dieser hier, die Italien als verräterischen Wicht mit dem Dolch des Meuchelmörders darstellen, der den Verbündeten in den Rücken fällt. Der Verrat Italiens steht damit im Kontrast zur Bündnisbrüderschaft Österreich-Ungarns und Deutschlands. Wie Sie wissen, erlitt die Monarchie bereits 1914 eine Reihe von Rückschlägen und, war in der Kriegsführung in hohem Maß von der Hilfe des deutschen Verbündeten abhängig. Es wurde somit zu einem Juniorpartner degradiert. Und im Gegensatz dazu vermitteln Bildquellen immer das Bild des gleichberechtigten Bündnisses zwischen Österreich, Ungarn und Deutschland hier im Kampf gegen den vielköpfigen Drachen der Entente. Was das italienische Feindbild auf Ansichtskarten betrifft, so bleibt es auf diesen Topos beschränkt, lediglich mit den verschiedensten Beigaben wie Meineidiger, Judas, Verräter, Attentäter. Darüber hinausgehende politische Anspielungen sind auf Ansichtskarten eher selten. Wenn wir uns da ein Bild davon machen möchten, dann empfiehlt sich der Blick in eine Karikaturzeitschrift, wie zum Beispiel die Muskete. Dort ist auch in den Ausgaben von Mai und Juni 1915 Italien das beherrschende Thema. Und die Karikaturen richten sich gezielt gegen die Proponenten des italienischen Intervento. Als Feindbild Nummer 1 dient der Schriftsteller Gabriele D'Annunzio, der im großen Stil für den Kriegseintritt warb. Er wird hier auf dieser Karikatur als Zuhälter der Prostituierten Italia dargestellt.
rechts oben der Geldgeber England, der also einen Geldregen auf Italien herunterprasseln lässt. Wobei aus der Bildunterschrift hervorgeht, wie dieses Verhalten zu werten sei. Der Engländer spricht nämlich: Goddam, noch mehr? Ja, ist denn eure Habgier noch größer als eure Niedertracht? Der Nunzio wird in Karikaturen und der Presse als der skrupellose Lügner und Verführer, der Propagandist im schlimmsten Sinn dargestellt, der Volksverhetzer, der die womöglich friedliebenden Italiener verführte. Also der Hass in den Zeitungen entlud sich vor allem auf seine Person. Es kommt dann noch dazu, dass österreich-ungarische Zeitungen kolportieren, Annunzios Vater sei ein Jude aus Russisch-Polen gewesen, namens Rapaport. Also die deutsche Presse vom 30.05. berichtet dann oder drückt sich über Annunzio in den folgenden Worten aus: An diesem Manne mit dem geilen Gesichte und dem glatten Wüstlingsschädel ist nichts, aber auch gar nichts italienisch. Er sei ein Wortkünstler, aber, Zitat, er fühlt für das Vaterland nichts, das er besingt, so wenig er für die Frauen gefühlt hat, die er in seinen Romanen der Gier des Publikums nackt preisgibt. Er verkörpert den Krebsschaden aller Völker. Und die zweite Figur, die häufig in Karikaturen auftritt, ist das italienische Staatsoberhaupt, König Viktor Emanuel III., der, wie Sie auf der Fotografie sehen, tatsächlich nicht besonders groß war, nämlich 1,53 Meter und deshalb auch den Spitznamen Scaboletta, kleiner Säbel, verpasst bekam. Und wir sehen hier, der Säbel reicht ihm fast bis an den Kopf. Derartige markante Körpermerkmale eigneten sich natürlich besonders für Karikaturen. Er wird also hier als Witzfigur dargestellt mit der Kappe, die ihm bis über die Augen rutscht, und symbolisch ist also Italien der Krieg eine Nummer zu groß. Diese Karikatur zeigt ihn mit seiner Frau Elena von Montenegro, der Tochter des Fürsten von Montenegro, Nikita, der ja bereits 1914 auf Seiten der Entente in den Krieg eingetreten war. In dieser sogenannten italienischen Ruhmeshalle hängen rechts die für den Kriegseintritt maßgeblichen Politiker, nämlich Ministerpräsident Antonio Salandra und Außenminister Sidney Sonnino. Links von ihnen besteht die Galerie dann aber aus italienischen Banditen, Briganten und Attentätern, wie Fra Diavolo oder Luigi Lucchini, dem Mörder Kaiserin Elisabeths. Die meisten dieser Personen starben einen gewaltsamen Tod, und wenn der italienische König zu seiner Gattin sagt, er möchte auch dort hängen und sein Schwiegervater Nikita würde auch gut dorthin passen, dann zielt das wohl auf das erhoffte Ende dieser aus Sicht der Monarchie Verbrecher ab. Etwas detailhafter führen also auch diese Karikaturen die Themen der italienischen Käuflichkeit, der Ehrlosigkeit und des Gaunertums fort. Mit der Forcierung dieses Feindbildes des italienischen Meuchelmörders, mit der neuen Front, erhielt damit auch der Topos des gerechten Kampfes, des notwendigen Verteidigungskriegs, eine neue Legitimation. Verteidigung war bereits beim Ausbruch des Weltkriegs 1914 eines der zentralen Schlagworte, das jede Seite für sich beanspruchen wollte. Und als kleiner Blick in das Heute ist es bis in die Gegenwart so, dass in der Argumentation in Konflikten
fast immer eine Verteidigungssituation ins Feld geführt wird. Sei es zum Beispiel die Verteidigung des ukrainischen Staatsgebiets oder die Verteidigung russischer Interessen, die Verteidigung der ethnisch-russischen Bevölkerung in der Ukraine. In dieser Kriegsargumentation ist dann Verteidigung und Angriff, das Stichwort der siegreichen Verteidigung, nicht unbedingt ein Widerspruch. Und in dieser Dringlichkeit der Notwendigkeit der Verteidigung liegt die propagandistische Bedeutung des Kriegseintritts Italiens. Auch wenn 1914 betont wurde, dass der Krieg der Monarchie aufgezwungen wurde, ändert es nichts daran, dass der Krieg, zumindest aus Tiroler Sicht, weit entfernt in Galizien und am Balkan geführt wurde. Diese veränderte strategische Lage und diese veränderte mentale Situation spiegeln sich auch in den Aufzeichnungen Tiroler Soldaten in Galizien wider. Zitat: Wäre es für uns nicht fürchterlich, hier auf fremdem Boden unsere Gesundheit, unser Leben zu opfern, während unsere vielgeliebte Heimat der Zerstörungswut welscher Horden preisgegeben ist, fragt sich etwa der Südtiroler Kaiserjäger Matthias Ladurna Partanes, der in der Folge eindrücklich den Wunsch der Tiroler Kaiserjäger beschreibt, doch an die Südwestfront versetzt zu werden. Für unsere Heimat, aber nur für unsere engere Heimat, wollen wir noch einmal frisch und freudig uns aufrichten, wollen gern Mühe und Strapazen tragen und wollen kämpfen, wenn es sein muss, bis zur äußersten Kraft. Zur Verteidigung dieser Grenze wurden zunächst unter anderem die Standschützen mobilisiert, ein Thema, das auf Ansichtskarten überproportional oft aufgegriffen wird. Sie sehen hier eine typische Darstellung nach dem Kriegseintritt Italiens 1915, die in den verschiedensten Variationen erschien. Die gesamte männliche Bevölkerung Tirols, vom regulären Soldaten über den greisen Schützen bis zum Knaben, ist entschlossen, das heilige Land Tirol und seine Berge zu verteidigen. Eine sehr populäre Komposition in diesem Zusammenhang war es auch, den jüngsten und den ältesten Landesverteidiger einer Einheit zu fotografieren. Der älteste und der jüngste, hier als Gemälde Albin Ecker-Lienz, stehen für diese Verteidigungsbereitschaft, für die Wehrhaftigkeit, als Sinnbild für die ganze, zumindest die ganze männliche Gesellschaft. Das Ziel letztendlich eines Krieges ist der Sieg, der nur durch den Angriff, das Fortschreiten erzielt werden kann. Deshalb war Verteidigung ein Begriff, der nicht ausschließlich positiv besetzt war, weshalb in Bildmedien oft der noch positiver besetzte Terminus der Wacht benutzt wird. Mit der Zeile, die Sie hier oben auf dieser Ansichtskarte sehen und die als Titel für diesen Vortrag dient, Tiroler wacht, lieb Vaterland, magst ruhig sein, wir zielen brav wie anno 9, wird der Bezug zur Vergangenheit hergestellt. Einerseits zum Jahr 1809 und andererseits ist diese Zeile eine Anlehnung an die Wacht am Rhein. Mit dem Refrain, lieb Vaterland, magst ruhig sein, fest steht und treu die Wacht am Rhein, aus dem Jahr 1840, das ab Mitte des 19. Jahrhunderts eines der populärsten patriotischen deutschen Lieder wurde. Es besingt das deutsche Nationalverständnis von der Sicherung des Rheins gegen die walschen Erbfeinde, in dem Fall die Franzosen, und hier wird analog dazu die
österreich-ungarische oder österreichische Wacht in den Alpen gegen den walschen Feind im Süden konstruiert. Österreich-Ungarn legte auch Wert darauf, die Südwestfront möglichst als seine Privatfront dann ab 1915 präsentieren zu können. Wir sind also damit bereits bei historischen Bezügen angekommen. Da erfolgt der Rückgriff zum Teil bis in die Auseinandersetzungen zwischen Germanen und Römern oder dem mittelalterlichen Italienfeldzug oder Italienzug Barbarossas. Der Hauptfokus an geschichtlichen Anspielungen liegt jedoch auf den gut 120 Jahren, die dem Kriegsausbruch vorangegangen waren. Hier sehen wir also wieder einen Auszug. Wie Sie wissen, waren die 1790er Jahre prägend für die Tiroler Identität. Das ist die sogenannte Heldenzeit, zunächst mit dem Herz-Jesu-Eid 1796, der anschließenden erfolgreichen Landesverteidigung und mit der Erhebung von 1809 unter Andreas Hofer. Und durch die Mobilisierung der Standschützen 1915, also des sogenannten letzten Aufgebots, drängt sich der Rückgriff auf die Mobilisierungskraft der Tiroler Freiheitskriege und die damit verbundenen positiven Attribute vermeintlicher Tiroler Wehrhaftigkeit geradezu auf, wie Oswald Überegger schreibt. Diese Karte stilisiert wiederum also den Auszug der pflichtbewussten, verteidigungsbereiten Tiroler, zum einen der mit Orden dekorierten Landesschützen in Uniform und zum anderen der Standschützen in Tracht, und darüber türmt der Geist Andreas Hofers, der mit den Berggipfeln im Hintergrund zu verschwimmen scheint. Mit ihm im Geist soll das Land verteidigt werden, er hält schützend oder segnend die Hand über die Truppen. Und derartige Referenzen auf 1809 und Andreas Hofer sind also sehr, sehr zahlreich. Es erscheint auf Ansichtskarten beinahe, als wäre die Südwestfront eine rein Tiroler Angelegenheit. Zum anderen waren die 1790er Jahre aber auch eine bedeutende Phase zur Ausbildung einer italienischen nationalen Identität und der Staatswerdung. 1797 proklamierte Napoleon in Oberitalien die Cisalpinische Republik mit den heutigen italienischen Nationalfarben. Sie ging 1802 in die Italienische Republik und dann das italienische Königreich über mit Napoleon als König. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts waren dann Konflikte zwischen Österreich und dem sich formierenden Italien vorprogrammiert. Die 1848, 49, 1859 und 1866 aus italienischer Sicht in drei Unabhängigkeitskriege mündeten. Sie sehen hier die österreich-ungarische Panzerfaust, die den italienischen Dolch stoppt und an die Vergangenheit erinnert. Denk an Novara, an Custozza denke, vergesse nicht auf Lissas edern Schlag. Wir kennen uns und kennen deine Ränke, es kommt gewiss hierfür der Rache-Tag. Das heißt, wir sind angelangt bei den großen Erinnerungen und dem Stolz von Franz Josefs Jugendjahren aus seiner Erklärung. In den Revolutionsjahren 1848-49 schüttelten unter anderem Mailand und Venedig die habsburgische Herrschaft ab und unterhielten dann Unterstützung durch das Königreich Sardinien. Es kommt dann auch dazu, dass in diesen Tagen aus Tirol die Studentenkompanien und Schützen zur Landesverteidigung ausrücken und bereits damals die Referenzen auf 1809 aktiviert werden. Der österreichische Oberbefehlshaber
Josef Wenzel Radetzky siegt in den entscheidenden Schlachten von Custoza 1848 und Novara 1849 und die habsburgische Herrschaft in Oberitalien wieder wiederhergestellt. Also, und hier sehen Sie also den Heldengeist Radetzkys, der steigt aufs Neue empor und voll Angst und Schrecken flüchtet da das welsche Chor. Diese Kombination aus Bergen, Heldengeist, historischer Mission und aktuellen Ereignissen findet sich genauso auf italienischen Ansichtskarten. Sie sehen hier zwei antike Frauengestalten, die den Kommandanten einer Albini-Einheit sein Ziel vor Augen führen, nämlich im Geiste Giuseppe Garibaldis gelte es, dessen Mission fortzuführen und die unerlösten Berge für Italien zu gewinnen und die italienischsprachige Bevölkerung der Monarchie mit Italien zu vereinen. Wir haben hier also dann die Referenz zu 1859, als Giuseppe Garibaldi mit 3000 Alpenjägern an der Grenze der Lombardei aufmarschiert, mit der Hilfe des französischen Verbündeten werden die Österreicher bei San Martino und Solferino geschlagen und in der Folge fallen die Lombardei und die Toskana an Italien. Es wird dann in der Folge das erste vereinigte Parlament in Turin eröffnet und Viktor Emanuel zum König von Italien proklamiert. Wenige Jahre darauf scheitert 1866 der italienische Versuch, Venetien militärisch zu erobern. Unter anderem in der zweiten Schlacht bei Custoza gegen Erzherzog Albrecht und in der Seeschlacht von Lissa unter Admiral Tegetthoff, an die hier erinnert wird von Seiten der Monarchie und die als Sternstunde der österreichischen Flotte gefeiert wurde, zugleich also mit dem Auftrag, dass jetzt die österreichische Flotte wiederum siegen möge. Trotz dieser damaligen militärischen Erfolge im Süden musste Österreich aufgrund des preußischen Siegs bei Königgrätz Venetien an Italien abtreten. Damit war die Phase der kriegerischen Auseinandersetzungen zunächst abgeschlossen und es folgt ab 1882 die Phase des Dreibundes. Das Verhältnis blieb aber weiterhin belastet. Einerseits aufgrund sich überschneidender Interessen am Balkan und andererseits aufgrund irredentistischer Bestrebungen in Blickrichtung Trentino und Istrien. Wie Lawrence Cole zeigte, blieben also gewisse Konfliktlinien innerhalb Tirols aufrecht, zugespitzt zwischen Trentiner Unabhängigkeits- und Autonomiebestrebung einerseits und deutsch-völkisch bzw. katholisch-konservativen Kampf um die Landeseinheit. Dieser spitzt sich um die Jahrhundertwende zu, etwa mit der Einrichtung der italienischen juridischen Fakultät oder der Gründung verschiedenster Vereine auf beiden Seiten, wie etwa dem Tiroler Volksbund, später umbenannt in Andreas Hoferbund, dessen genagelter Schuh hier 1915 den zerlumpten Irredentisten aus dem Land wirft, mit dem rückseitig aufgedrückten Worten: Es gab kein Trentino und wird nie eines geben. Zusammenfassend ist also der Erste Weltkrieg für beide Seiten eine Fortführung der Kriege des 19. Jahrhunderts, wobei man sich der eigenen Erfolge und der eigenen Helden erinnert und dieses Erbe soll nun fortgeführt werden. Aus österreichischer Sicht wurden die Niederlagen eher ausgeblendet oder als Schmach erwähnt, die nun getilgt werden soll. Und es wurde zudem darauf verwiesen, dass 1859 und 1866 die Abtretungen nicht aufgrund der italienischen militärischen Stärke zustande kamen, sondern lediglich die Erfolge der Verbündeten gewesen seien. Also die welschen Ränke sozusagen im Gegensatz zur ehrbaren Kriegsführung. Und dieser
Verweis auf die Verbündeten mutet doch im Ersten Weltkrieg gewissermaßen seltsam an, insofern als ja die militärischen Erfolge der Monarchie auch im höchsten Maß von der Hilfe des Verbündeten abhängen. Wir kommen damit zu den Bildern des Gebirgskriegs auf Ansichtskarten. Als kurze Wiederholung zum letzten Vortrag die Karte der Südwestfront mit dem Hinweis einerseits darauf, dass in der Tat der längste Abschnitt dieser Front die Tiroler Grenze betraf. Und wie Günter Kronenbitter betonte, war die Sicherung dieser Grenze im Mai 1915 mit Standschützen, Landesschützen, Alpenkorps und dann Unterstützung von Armeeeinheiten aus allen Teilen der Monarchie durchaus eine Leistung. Und ungeachtet dieser Anstrengungen im Hochgebirge war die Hauptfront dennoch der Isonzo, wo Hunderttausende starben. Im Gegensatz zu diesen militärischen Gegebenheiten beherrscht der Gebirgskrieg die Bildmedien und insbesondere die Ansichtskarten. Im Folgenden werden sich die Ausführungen gezielt auf die Ansichtskarten zur Gebirgsfront beschränken. Es gibt aber sehr wohl auch Ansichtskarten zum Isonzo, allerdings in viel geringerem Ausmaß. Und betont werden muss auch, dass dieses Bild, das Bild der Ansichtskarte als Massenprodukt ist. Es gibt also selbstverständlich auch Fotografien von Soldaten vom Kriegsschauplatz, die als Ansichtskarten ausgedruckt und vereinzelt versendet wurden. Was dieses Bild des Gebirgskriegs betrifft, ist jenes dominant, das ich schon angesprochen habe, nämlich erneut die Verteidigung und das Wachehalten. Wie Sie hier sehen, einen Schützen in malerischer Gebirgslandschaft, der hier mit der bloßen Hand in den Schnee greift und das hinter ihm befindliche malerische Dorf zu schützen. In der populären Bilderwelt der Postkarten präsentiert sich der mörderische Gebirgskrieg oft als ein Jagdausflug oder eine Bergtour. Meist ist es ein Soldat oder eine kleinere Gruppe in romantischen Gebirgslandschaften, wie auf dieser Karte zum Neujahr des Landesschützenregiments Trient Nummer 1. Also auf vielen Karten ist von Gegnern, Gefahr oder Kampf nichts zu sehen. Der Stellungskrieg im Hochgebirge machte es notwendig, täglich Tonnen von Ausrüstung, Munition und Verpflegung ins Hochgebirge zu bringen. In den Dolomiten erfolgte es in verschiedenen Abschnitten vielfach durch Seilbahnen, die man auf Kriegspostkarten aber beinahe vergeblich sucht. Die Fortbewegung und der Aufenthalt im Hochgebirge bedeuteten eine große Herausforderung und insbesondere im Winter bei Schnee und eisigen Temperaturen. Steinschlag, Lawinen und Erfrierungen führten dazu, dass die Natur zu bestimmten Zeiten mehr Opfer forderte als feindlicher Beschuss. Und auch davon ist auf dieser malerischen Skitour natürlich nichts zu sehen. Wenn der Kampf im Gebirge dargestellt wird, so waren das zuweilen karikaturistische Motive wie hier, die suggerieren, dass dieser Krieg gegen Italien ein Klacks sein würde. Der Kaiserschütze stößt hier den Angreifer im wahrsten Sinne mit links vom Berg. Er braucht dazu sein Gewehr nicht einmal und zündet sich zufrieden eine Pfeife an. Die zweite typische Darstellung, die Sie
ebenfalls bereits gesehen haben in anderer Ausformung, sind also historische Anleihen, wo Greise und Kinder den Kampf mit Büchsen und mit Steinlawinen führen. Das etwas realistischere Bild des Kampfes im Gebirge auf Ansichtskarten sieht so aus. Wir sehen hier die Vertreibung der Italiener von einer Schutthalde. Die Gegner, die sich wie in der Mitte ersichtlich zum Teil noch wehren, zum Teil verwundet oder tot am Boden liegen und sich zum Teil der Flucht zuwenden. So ist also in einer Szene der positive Ausgang dieses Gefechts deutlich festgehalten. Und diese stereotype Komposition finden Sie unabhängig vom Schauplatz, den Sie darstellen sollen, immer und immer wieder, ob Gebirgskrieg oder Ostfront oder Westfront. Für den Gebirgskrieg im Besonderen ist typisch, dass in beinahe allen Darstellungen die Italiener von unten kommen, während die siegreichen österreich-ungarischen Truppen symbolisch oben auf sind. Also in diesem angeblich kritischen Augenblick, laut Kartentext, schlagen österreich-ungarischen Truppen einen italienischen Angriff vor dem Hintergrund der drei Zinnen zurück. Und auch hier noch eine Variation dieses Themas, wiederum die typisch schön gefärbte Darstellung des Gebirgskriegs mit wildromantischen Gebirgs- und Alpenlandschaften, wo also Kleingruppen kämpfen nach Muster des 19. Jahrhunderts. Sie sehen also, der Schutz, als Schutz dient da lediglich die Natur. Vom hochtechnisierten Stellungskrieg ist hier nichts zu sehen. Bilder wie dieses, die also der modernen Kriegsführung etwas mehr entsprechen, sind relativ selten. Sie sehen also hier vorne links den Beobachterposten mit Metallplatten gegen den Beschuss gesichert und einen Schützengraben, der also die Stellungen befestigt. Ebenfalls ein Charakteristikum des modernen Kriegs, das Sie auf Ansichtskarten sehr selten sehen, ist hier ein Artilleriebeobachter und die Telefonleitungen, die also behelfsmäßig gelegt werden, um zu kommunizieren. Also ein ganz anderes Bild als die heroische, historisierende Wacht, die Ansichtskarten üblicherweise vermitteln. Und das Gleiche gilt auch für die Ausrüstung mit Waffen. Vereinzelt sehen Sie zum Beispiel den Kampf mit Handgranaten hier in Form einer individuellen Heldentat, wo der Soldat praktisch im Alleingang eine Alpini-Abteilung vernichtet, die den Einsatz von moderner Artillerie sehen Sie auf Karten des Gebirgskriegs sehr selten. Und auch den Stahlhelm ist etwas, das nur vereinzelt zu sehen ist. Also sind üblicherweise die traditionellen Kopfbedeckungen, die im Gebirgskrieg dargestellt werden. Was die Schattenseiten des Kriegs betrifft, so werden Verwundungen eigener Soldaten durchaus dargestellt, wenn auch in verharmlosender Form. Der Verletzte ist immer bei Bewusstsein und hier wie hier bereits verbunden. Das italienische Feuer, das Sie von rechts kommend sehen, kann Ihnen nichts mehr anhaben, denn Sie sind um den Felsvorsprung herum. Die Entstellungen oder den Verlust von Gliedmaßen, der Alltag war, den kennt die Ansichtskarte nicht. Also eine weitere typische Verarbeitung des Themas Verwundung, also auf
einer gepflegten Station sind die Patienten sauber verbunden bei Bewusstsein und werden von ausreichend Personal betreut. Die Realität war, wie Sie wissen, oft eine ganz andere. Falls der Tod eigener Soldaten zum Hauptthema gemacht wird, dann geschieht das in dieser Form. Getröstet von einem Kameraden nimmt der Sterbende Abschied im Wissen, dass sein Kampf und sein Tod in diesem Fall für die heimatlichen Berge nicht umsonst ist. Zum Teil wird er auch von Jesus höchstpersönlich in das andere Leben geleitet. Das anonyme Leiden und Sterben wird hingegen verschwiegen. War auch ein Thema, auf das die Zensur sehr sensibel reagierte. Tod war also etwas, das würdig dargestellt werden musste, wie hier in gepflegten Heldengräbern am Pordoi. Das anonyme irgendwo vergessen Sterben gibt es dagegen in diesen Darstellungen nicht. Zusammenfassend gründet sich also das Feindbild Italien auf die moralische Verurteilung des Kriegseintritts, der Treuebruch gegenüber den österreichisch-ungarischen und deutschen Bundesbrüdern. Dieser verräterische Angriff festigt damit das Argument einer notwendigen Verteidigung, weshalb das Durchhalten notwendig sei. Dieser Kampf ist in den Darstellungen in vergangene Auseinandersetzungen eingebettet, deren Helden den Zeitgenossen als Vorbilder dienen sollen. Als Folge ist auch die Darstellung des Gebirgskriegs in Ansichtskarten stark von historisierenden Darstellungen geprägt, von Tiroler Landesverteidigung, Patriotismus und Bergsteiger-Idyll, während die Realität des modernen, hochtechnisierten Stellungskriegs weitgehend ignoriert wird. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.